Einen wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Regelmäßiges Einkommen mit Optionen. Das Ganze zusammen mit Thorsten Eberhardt von Options for Winners. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier um 18 Uhr zum Webinar begrüßen. Ich bin gespannt, was der Thorsten uns mitgebracht hat. Das ist ja das dritte Teil, der Grundlagenvideos von Thorsten für den Optionshandel. Wir hatten ein Grundlagenwebinar, wirklich Einführung von den Basics, dann hatten wir ein bisschen Optionsstrategien und von daher bin ich ganz gespannt, was Herr Thorsten heute mitgebracht hat. Teil 1 und Teil 2, wer es verpasst haben sollte, findet das Ganze natürlich auf unserem YouTube-Kanal wieder. Da gibt es extra eine Playlist, Options for Winners, und da können Sie sich die ersten zwei Teile auch gerne nochmal anschauen. Ja? So, dann würde ich sagen, bevor ich an den Thorsten übergebe, machen wir einmal den Risikohinweis, denn Sie kennen es, jedes Webinar bei FX Flat dient natürlich nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte nichts als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ganz gleich, was der Thorsten gleich erklären sollte, irgendwelche Strategien vorstellen sollte oder sowas. Schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist ganz wichtig vorweg von FX Flat immer zu sagen. Ja? So, dann würde ich sagen, Moderator ändern. Zack, zack, Thorsten. Vielen Dank fürs Intro, Flo. Vielen Dank für alle, die hier teilnehmen und natürlich auch an alle, die bis dato schon teilgenommen haben. Wie Flo gerade richtigerweise sagt, da haben wir uns die ersten beiden Teile schon ordentlich mit Optionen beschäftigt. Das alles, also auch dieser Teil, der dritte Teil, das ist ein Grundlagenwebinar. Das heißt, wir gehen jetzt hier nicht auf Details ein, sondern wir versuchen erstmal ein Bild zu schaffen, was der Optionshandel eigentlich ist und was er bringt und wie wir ihn auch anwenden können. Kurze Information zu meiner Person. Ich habe das jetzt nicht auf meiner Präsentation selbst aufgezeigt. Das bin ich. Ich habe Options for Winners gegründet. Ich habe ein wirkliches Ziel, nämlich den Optionshandel so salonfähig zu machen. Das heißt, ich möchte wirklich, dass fast jeder, der es kann, auch den Optionshandel ausführt, weil ich wirklich ein ganz, ganz passionierter Optionshändler bin. Und das gebe ich halt auch weiter in verschiedensten Ausbildungsprogrammen und natürlich ein kurzer Verweis auf meinen YouTube-Channel. Da habe ich auch viele Videos, die ein bisschen mehr Details bringen und zeigen. Also gestern ein interessantes Video, wie meine Prozesskette aussieht, um gute Aktien zu finden, weil in der jetzigen Zeit, in der wir sind, ist es vielleicht gar nicht mal verkehrt, in das ein oder andere Unternehmen zu investieren. Und das sehe nicht nur ich so, das sieht auch die Chefstrategin von Goldman Sachs, sieht das auch so. Momentan wissen wir, sind wir mehr in Richtung bärisch. Offiziell haben wir ja anscheinend die Rezession erreicht mit zwei sinkenden Quartalen. Aber es gibt noch eine andere Definition, die sagt, dass wir noch nicht in der Rezession sind. Und daran hält sich auch Goldman Sachs. Und long story short, die sagen auf jeden Fall, dass man weiter investiert bleiben soll. Jetzt sind wir ja als Optionshändler in einem Vorteil zu den Aktieninvestoren, die jetzt beispielsweise direkt investieren, weil die direktional traden, das heißt, die partizipieren ja dann 1:1 an der Richtung der Aktie, sprich, wenn die Aktie steigt, dann ist man happy, wenn man long in der Aktie natürlich ist und wenn sie fällt, ist es man nicht. Wir als Optionshändler, das möchte ich noch mal kurz zeigen, haben ja den Vorteil, wenn ich jetzt mal hier den Aktienkurs hier aufmale und ich verkaufe, Entschuldigung, das mache ich jetzt hier gleich zu. Ich verkaufe hier beispielsweise eine Put-Option, also minus P heißt Verkaufen einer Put-Option. Dann profitiere ich natürlich, wenn das Underlying, die Aktie in dem Fall steigt. Ich partizipiere aber trotzdem positiv, wenn sie sich seitwärts entwickelt. Und solange sie oberhalb des Strikes, den Kurs, den ich ausgewählt habe, dieser Option sich bewegt, ist das auch d'accord und deshalb ist das auch non-directional. Und das ist natürlich ein Vorteil, den wir haben, wenn wir Optionen verkaufen. Und das Verkaufen von Optionen wird auch unter dem Begriff Stillhaltergeschäfte gepackt. Und das ist das, was wir auch primär machen. Ich wechsle jetzt mal in meine Präsentation. Eine Sekunde, das ist ja auch das
Thema, was wir heute machen wollen. Das ist ja das regelmäßige Einkommen mit Optionen. Das heißt, wir versuchen nicht nur ein-, zweimal Profit zu generieren mit Optionen, sondern dauerhaft. Ja. Der ein oder andere kennt ja auch schon meine Brot- und Butter-Strategien. Und ich sage, mit meinen Brot- und Butter-Strategien decken wir circa 86,5% der Marktsituation ab. Sprich, an 86,5% der Zeit bin ich mit Optionen am Markt. Ergo, es sind weniger als 14%, wo ich die Füße stillhalte. Aber wir haben zwei wesentlich verschiedene Strategien, also so kategorisiere ich sie zumindest. Das sind zum einen die Cash-generierenden Strategien. Wir wissen ja, wenn wir Optionen traden und wenn wir Optionen verkaufen, erhalten wir eine Prämie. Das generiert Cash. Da habe ich die Konzentration auf Option. Auf der anderen Seite habe ich die Investorenstrategie. Das habe ich letzte Mal auch erklärt anhand der Cash Secured Put Strategie und anhand der Covered Call Strategie. Da bin ich aber sozusagen gebunden in Kapital oder gebunden in Aktien. Und deshalb bei den Cash generierenden Strategien fokussieren wir uns auf die Optionen. Da ist sozusagen das Underlying, die Aktie, der Index, der ETF, nur der Weg zum Ziel. Oder wir sind hier bei den Investorenstrategien. Da fokussiere ich mich natürlich auf das Underlying, weil das steht dann im Fokus. Ich möchte das gerne nochmal an einem Beispiel hier erklären. Ich nehme jetzt mal einen Chart. Das ist jetzt hier JP Morgan. Bitte lasst euch nicht irritieren von den verschiedenen Farben. Kommen wir vielleicht später auch noch drauf hinaus. Wenn ich jetzt beispielsweise JP Morgan gut finde, ja, dann kann ich ja verschiedene Sachen machen. Ich kann ja jetzt zum Beispiel sagen, als Investor, ich finde JP Morgan für 117 Dollar ist ein guter Preis. Ich kaufe mir jetzt 100 Aktien. Ja. Dann kaufe ich mir jetzt hier 100 Aktien. Warum sage ich 100? Weil eine amerikanische Aktienoptionen bezieht sich auf 100 Aktien. Das heißt, jede Option, die wir am amerikanischen Markt traden, bewegt 100 Aktien. Deshalb kaufe ich jetzt 100 Aktien, weil ich möchte dann direkt, wenn ich diese Aktie investiert habe, noch eine Call-Option verkaufen. Warum mache ich das? Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich bin zufrieden, wenn ich bei 124 die Aktie verkaufe. Also ich habe jetzt das Vorhaben, ich investiere 100 Aktien JP Morgan zu 117, sind das 11.700 Dollar. Und ich sage, bei 124 gehe ich wieder raus. Ja, bei 124 gehe ich wieder raus, dann habe ich hier auf der einen Seite die 124, auf der anderen Seite die 117. Mein Profit in dem Fall, wenn die Aktie hier auch steigt, wäre dann ja die Differenz von 124 zu 117, die 7 mal 100 Aktien wären ja dann 700 Dollar, die ich mit JP Morgan verdient hätte. Das wäre das Aktieninvestment. Wenn ich jetzt aber sage, ich bin ja mit den 124 zufrieden und ich verkaufe direkt bei der Eröffnung beispielsweise eine Call-Option mit dem Strike von 124, also mit dem Ausübungspreis von 124, dann hat es den gleichen Effekt, nämlich als Verkäufer der Call-Option, wenn ich hier in die Pflicht komme, muss ich die Aktie zu 124 abgeben. So, das ist ja das Gleiche, als wenn ich verkaufe, nur dass das sozusagen über die Option gelöst wird. Ja, was hat das denn jetzt für einen Vorteil? Ja, der Vorteil ist, ich partizipiere 1:1 wie vorher an der Entwicklung des Aktienkurses bis 124 zuzüglich der Prämie, die ich für den Verkauf der Call-Option bekomme. Und diese Strategie, die nennt man dann Covered Call.
Ja, das ist eine Investorenstrategie. Das wäre jetzt sozusagen das Gleiche wie das Aktieninvestment, nur dass ich die Aktien sozusagen über die Option abgebe, aber durch die verkaufte Option zu Beginn noch eine weitere Prämie generiere. Ja, das ist die Covered Call Strategie. Jetzt gucken wir uns die zweite Optionsstrategie noch an, die ich letztens auch erklärt habe. Man ist jetzt beispielsweise interessiert an JP Morgan, sagt aber 117, das ist mir ein wenig zu teuer. Ich würde diese Aktie gerne haben für 112. Dann kann ich Folgendes machen. Ich verkaufe eine Put-Option zu dem Strike, zu dem Ausübungspreis von 112. Was bedeutet das? Wenn die Aktie jetzt nach oben geht, habe ich die Prämie, die ich durch die Option bekommen habe. Ja, also die Option wird ja nicht ausgeübt, ich habe die Prämie. Wenn sie seitwärts läuft, ich habe die Prämie. Wenn die Aktie jetzt aber nach unten läuft und jetzt beispielsweise diesen Strike-Preis hier unterschreitet, was habe ich dann? Dann habe ich die Prämie plus 100 Aktien zu dem Ausübungspreis, zu dem Strike-Preis von 112. Aber das war ja zu Beginn mein Wunschpreis. Das heißt, in allen drei Fällen bin ich eigentlich happy, weil das ist ja auch manchmal nicht verkehrt, wenn man beispielsweise wartet und sich erstmal anschaut, wie der Markt sich entwickelt, auf der einen Seite. Und natürlich ist es nicht schlecht, wenn man sagt, ich habe jetzt eine Kalkulation gemacht und für mich ist jetzt der faire Wert von JP Morgan 112. Und jetzt spinnen wir das Spiel einfach weiter. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt die Aktie zu 112 bekommen. Ja, ich mache mal hier ein paar Linien weg. Wir haben die Aktie jetzt für 112 Dollar bekommen. Ja, wir sind ja jetzt auch, eigentlich sind wir jetzt zufrieden, weil wir jetzt unsere Wunschaktie zu unserem Wunschpreis bekommen haben. Jetzt können wir natürlich das gleiche Spiel machen wie eben. Was will ich sagen? Ja, wir können ja jetzt sagen, wir haben die Aktie jetzt im Depot und jetzt verkaufen wir eine Call-Option. Ja. Was natürlich bedeutet, wir profitieren dann wieder von einem gewissen Anstieg. Kommt natürlich darauf an, wo wir den Call jetzt platzieren. Wenn wir den jetzt bei 116 platzieren, würden wir jetzt 4 Dollar pro Aktie mal 100, 400 Dollar verdienen plus die Prämie für die verkaufte Call-Option. Und das nennt sich dann Wheel-Strategie. Ja? Auch jetzt schreibe ich noch Wheel falsch. Das nennt sich Wheel-Strategie. Ja? Also das ist ganz tolle Sache, wenn man, sage ich mal, sich mit der Thematik beschäftigt hat, kann das doch schon eine ordentliche zusätzliche Rendite bringen. Ja? Ich kann nur empfehlen, sich mit der Thematik mal zu beschäftigen. Der ein oder andere, der diese Strategie schon getradet hat, hat vielleicht in den letzten Monaten eher verlustig ausgesehen, weil natürlich der Markt jetzt mehrheitlich abwärts ging. Aber nichtsdestotrotz, es gibt immer noch Werte, die sind gut. Ja, und da hat das auch jetzt noch eine Möglichkeit, um sozusagen neben der Investorentätigkeit auch als Optionshändler hier eine zusätzliche Prämie zu generieren. Und das sind sozusagen die Investorenstrategie. Und bei diesen Investorenstrategien, da gehe ich immer einen 6-stufigen Prozess, um schlussendlich auch einen Titel zu finden, wo ich sage, da möchte ich auch investiert sein. Ja, weil häufig ist natürlich die Zeit, in der man investiert, seit eine längerfristige Zeit. Ja, das ist ja das, was wir wollen als Investor. Ja, da muss man sich natürlich auch mit beschäftigen, mit dem Titel. Wenn wir jetzt aber nochmal zurück zu meiner Präsentation gehen, habe ich ja noch eine zweite Strategie. Das sind die cash-generierenden Strategien. Und das ist das, womit wir uns jetzt auch beschäftigen werden.
Da geht es nämlich vorrangig um Optionen selbst. Hier nochmal kurz aufgezeigt, die Strategien, bei denen die Aktien im Fokus stehen, Cash Secured Put, gerade besprochen, Covered Call oder Covered Call Writing und last but not least die Wheel-Strategie. Und es gibt natürlich, das ist ja das Schöne am Optionshandel, noch ganz, ganz viele weitere, aber das sind die drei wesentlichen und das sind auch die, die, sage ich mal, am meisten präsent sind. Cash-generierende Strategien. Da kann man ganz, ganz viele verschiedene Sachen machen und wir gehen jetzt erstmal auf die jeweilige Marktsituation ein. Ja, wir gucken uns natürlich an, womit können wir Cash generieren und ich habe es bei uns, also bei unserem Ausbildungsprogramm in drei verschiedenen Gruppen einsortiert. Das ist die Brot- und Butter-Strategie, von der ich eben schon was erzählt habe. Dann die Einkommensstrategien, die beziehen sich jetzt nur auf Indizes, ja, also auf beispielsweise auf den S&P 500, auf den Nasdaq und auf den Russell 2000. Ja, also wie gesagt, mehrheitlich amerikanische Optionen, also auf amerikanische Basiswerte. Und warum? Weil die einfach liquider sind. Die sind einfacher zu traden. Ja. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass ich Aktienoptionen, Index oder Aktienoptionen oder Indexoptionen in Deutschland komplett außen vor lasse. Aber der Fokus ist hier auf dem amerikanischen Markt. Und dann haben wir noch die Vola-Trades. Das habe ich ja letzte Mal auch schon gesagt. Die Prämie, also die Optionsprämie, die besteht ja aus zwei Teilen. Das ist ja der innere Wert auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Zeitwert, beziehungsweise in dem Zeitwert ist auch noch die Volatilität. Und wenn wir Optionen verkaufen, wollen wir immer eins. Wir wollen ja teuer verkaufen und günstig zurückkaufen. Und wann ist eine Option teurer? Wenn die Vola hoch ist. Das heißt, wir suchen natürlich auch noch nach Optionen mit höherer Volatilität, um schlussendlich von einer fallenden Volatilität zu profitieren, um auch wirklich günstiger zurückzukaufen. Ja, wir verkaufen teuer und wir kaufen günstig. Das ist sozusagen unser Plan. Und bei den Vola-Trades versuchen wir ganz genau ein Timing zu bekommen, wo wir mit großer Wahrscheinlichkeit von einer dann fallenden Volatilität profitieren. Und das alles, ja. Ich will dich nicht unterbrechen. Nur kurze Frage zwischendurch. Wenn Fragen reinkommen, möchtest du die am Ende machen oder möchtest du die zwischendurch machen? Zwischendurch. Okay, dann ist jetzt auf jeden Fall noch eine Frage reingekommen. Soll ich die vorlesen oder kannst du selber drauf kommen? Bitte. Okay. Bezieht sich nämlich auf die Einkommensstrategien. Kann Thorsten auch eine dauerhafte Einkommensstrategie erklären, insbesondere welche Underlyings dafür geeignet sind, mit welcher Laufzeit und Delta? Ja, wir können am Ende können wir uns da mal was angucken. Das sprengt natürlich teilweise auch den zeitlichen Rahmen, aber wenn die Zeit noch vorhanden ist, können wir es natürlich noch machen. Ich schreibe es mir hier auf jeden Fall auf, dass ich da vielleicht nochmal gleich drauf eingehe. Ja. Okay, perfekt. Also eins vorab gesagt, und das ist eine gute Frage, habe ich ja gerade schon beantwortet. Einkommensstrategien beziehen sich hier in dem Bereich, wo ich es hier mache, auf Indizes. Und ich bin halt ein großer Freund vom S&P 500. Ja, und da gibt es für mich drei, die ich regelmäßig trade. Das ist der Spider, also der ETF auf den S&P 500. Der hat den Ticker SPY. Dann ist das die Indexoption, das ist der SPX. Da trade ich auf den S&P 500 Index, also der SPX. Und last but not least, man kann ja auch Optionen auf Futures traden. Und da gibt es beispielsweise den ES, ja, das ist der Mini-Future auf den S&P 500. Den trade ich auch mit Optionen und das ist halt das, was wir hier abdecken. Das kommt natürlich auch immer auf die auf die Depotgröße an, weil der SPX, der ist ja 1:1. Das heißt auf gut Deutsch, wenn wir jetzt einen SPX von 3.950 haben, dann bist du auch bei dem Underlying bei 3.950. Machst du das jetzt aber auf den ETF, auf den S&P 500, dann bist du nur statt 3.950 bei einem Zehntel bei 395. Ja. Und wenn du jetzt noch den ES nimmst,
Der hat nämlich eine Kontraktgröße nicht von 100, sondern von 50. Dann hast du sozusagen den halben SPX. Das dazu vorab. So, jetzt gucken wir uns mal kurz an. Ah, da habe ich noch gar nicht hier oben. Entschuldigung, von wegen habe ich die Agenda nicht weggemacht, aber ist ja auch egal. Wir haben bärische Strategien. Ja, also das heißt von wegen, wir haben ja unterschiedliche Marktsituationen und das bedarf natürlich doch dann auch unterschiedlichsten Strategien. Ne, will aber trotzdem sagen, ich trade auch regelmäßig in der jetzigen Marktsituation Shortput und Bullputs. Das ist der eher bullischen, das zeige ich jetzt hier, das sind die bullischen Strategien. Und last but not least haben wir noch neutrale Strategien. Wenn ich jetzt eins nach dem anderen mal kurz in der Trading View hier zeige, ja, wir gehen das hier auch nochmal an, das ist dir jetzt auch egal, ob wir jetzt den JP Morgan oder welche Aktie auch immer nehmen, das ist jetzt hier erstmal unwichtig. Ich blende mal hier ein bisschen was aus. So. Haben wir ein bisschen mehr Platz. Also, bärische Strategien heißt ja nichts anderes. Wir profitieren mehr, wenn der Kurs des Underlyings fällt. Ja, das sind die bärischen Strategien. Ja, dann haben wir hier, ich mache mal Pfeil nach unten für bärische Strategie. Da haben wir zwei Möglichkeiten, die ich jetzt hier nennen werde. Es gibt noch ganz, ganz viele, aber wir wollen ja erstmal so einen Grundüberblick geben. Ja? Also der Optionshandel, der ist so vielseitig. Also da kriegt man für die kleinste veränderte Marktsituation noch eine passende Strategie hin. Ja, also es ist wirklich wie beim Kochen. Ja, man kann das so machen, wie es dann am Schluss am besten schmecken sollte. So, jetzt gehe ich aber mal nochmal auf die bärischen Strategien an. Ich habe es gesagt, als erstes Short Call. Short Call bedeutet, ich verkaufe eine Call-Option. Wir profitieren definitiv, wenn der Markt sich nach unten bewegt, wir profitieren, wenn er sich seitwärts bewegt, wir profitieren in Anführungszeichen, was heißt profitieren, wir kommen nicht in die Pflicht, wenn er sich moderat nach oben entwickelt, ja, solange er den Strikepreis nicht berührt. Und hier kommen wir in die Pflicht. Was ist die Pflicht? Wir müssen 100 Aktien zu dem Preis dann liefern. Ja? Wenn der Kurs jetzt bei 121 ist, ist das natürlich nicht schön. Wir sind dann mit 119 mal 100, das sind 11.900 Dollar, Short im Depot, ja, sind wir minus im Depot und wir müssten dann, wenn wir sie jetzt zurückkaufen, 121 bezahlen, dann hätten wir 200 Dollar verloren, aber wir haben ja noch hierdurch eine Prämie gewonnen, das muss man dann auch berücksichtigen. Jetzt überlegt man sich mal, was ist denn jetzt hieran gefährlich? Ja, gefährlich ist es natürlich, wenn es zu einem Short Squeeze beispielsweise kommt und der Aktienkurs exorbitant nach oben schießt. Ja, gehen wir mal davon aus, die verdreifacht sich, die Aktie. Dann ist das natürlich für uns schlecht. Wir sind 11.900 Short und wir müssten, also sind damit fast 12.000 im Minus und müssten vielleicht 36.000 bezahlen, um die zurückzuholen. Ja. Also dann hätten wir natürlich einen großen, großen Verlust. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist einfach, wie entwickelt sich denn die Prämie der Option? Ja, das ist ja auch nochmal eine Frage. Und da möchte ich auf ein tolles Tool verweisen. Da gehen wir jetzt drauf ein. Das ist jetzt hier Optionsrad. Da kann man sich das angucken. Und ich gehe jetzt mal auf ein Short Call Bild. Und dann suche ich mir ein Short Call raus. Das ist sogar hier auf Advanced, ja, fortgeschritten. Und hier sieht man auch Naked. Ja, wir sind ja eine nackte Option. Wir haben ja jetzt keine Aktien im Depot. Und wenn ich jetzt mal sage, ich suche mir jetzt eine Laufzeit, ich lasse den 18. November und wir hatten jetzt gerade mal gesagt, wir nehmen 119er Call-Option. Ja, dann gehe ich hier erstmal auf JP Morgan. Ja, gehe ich hier hin. Und dann, hier 119 haben wir nicht, aber wir haben 120. Und jetzt sehen wir erstmal, was wir hier verdienen. Wir würden für diese verkaufte Call-Option 440 Dollar generieren. Das ist das, was wir damit bekommen. Wenn wir jetzt aber mal überlegen, die Aktie schießt ganz gewaltig nach oben. Ja, können wir hier mit der Chart-Range das verändern? Ja, und wenn wir das jetzt einfach mal auf 100% setzen, oder das geht nur bis 91%, dann sieht man mal, was sich
der Profit and Loss dieser Option hier verändert. Ja, das ist natürlich eine gewaltige Negativposition, die sich dann auftut, wenn die Aktie komplett gegen einen läuft bei einer verkauften Call-Option. Da muss man ganz gewaltig aufpassen. So, jetzt überlegt man sich natürlich, wie kann ich das trotzdem machen, dass ich hier nicht so risky bin. Ja, und das geht wie folgt. Wir haben jetzt die verkaufte Call-Option und wir nehmen sie jetzt mal hier. Ja? Ich mache die jetzt mal genau bei 120, wo wir gerade waren. Ja, die ging ja hier auch ungefähr bis zum 18. November, ist jetzt noch ein bisschen. Ne? So, und jetzt haben wir ja gesagt, ungemütlich wird es, wenn es hier nach oben geht. Und deshalb muss ich das hier oben irgendwie deckeln. Und was kann ich machen? Ich kann jetzt beispielsweise hier oben eine Call-Option kaufen. Und dann habe ich Folgendes geschafft. Ich habe das Risiko von theoretisch unendlich auf diesen Bereich begrenzt. Ja? Weil wenn ich jetzt bei 123 bin, kann ich die Aktie für 123 kaufen. Sprich, hier gehe ich mit 120 raus. Hier, wenn es hier drüber steigt, ja, gehe ich mit 123 rein. Dann wäre mein Risiko nur die 3 Dollar mal 100, also 300 Dollar, abzüglich der Prämie, die ich in Summe verdiene. Das heißt, ich habe für die verkaufte Call-Option mehr bekommen, als ich für die gekaufte Call-Option zahle. Das heißt, ich habe eine Prämie. Und das möchte ich hier auch noch mal kurz zeigen. Wir sind jetzt bei JP Morgan und wir kaufen jetzt eine Call-Option. At by call und ich gehe jetzt hier auf 125. Hier haben Sie 123 nicht. Das heißt, das Risiko, also noch mal kurz, guckt euch das an. Remove. Max Loss unendlich. Maximaler Verlust unendlich. Ich haue jetzt die Call-Option rein. Wir haben vorher 430 Dollar verdient. Wie viel haben wir im Nachgang verdient, wenn ich die auf 125? Jetzt habe ich nur noch 184 Dollar. Das heißt auf gut Deutsch, 430 bekommen, 245 gezahlt. Aber diese 245 Dollar, das sind meine Versicherungen gegen einen unendlichen Verlust. Und das begrenzt mein Risiko auf 20, 25 sind 500 Dollar. Abzüglich der Prämie, die ich verdiene. Und dann komme ich auch auf diese 315. Das heißt, mein maximaler Verlust ist jetzt von unendlich auf 315 Dollar runtergegangen, hat aber natürlich meine Prämieneinnahmen auch ordentlich verkleinert. Aber dafür kann ich nachts schlafen und muss nicht über eventuelle Insolvenzen, sage ich mal, nachdenken. Ja? Also das ist dann der Bear Call Spread, den man hier machen kann. Jetzt muss ich noch etwas sagen. Ich bin kein Steuerberater und ich darf auch eigentlich nichts dazu, oder das heißt, ich darf keine Beratung geben. Aber ich kann eins sagen, viele wissen es, wir haben diese 20.000 Euro Verlustverrechnung. Also solange man keine Trading GmbH hat und hier in Deutschland steuerpflichtig ist, hat man die 20.000 Verlustverrechnung dabei und diese Sicherheit, diese 248 Dollar, die wird sozusagen darauf angerechnet. Wenn diese jetzt hier im Minusbereich sich entwickelt, was ja der Fall beispielsweise ist, wenn der Kurs fällt, dann wird diese ja verlustig geschlossen, dann haben wir diese 250 Dollar sozusagen dann abzuziehen und auf gut Deutsch, diese Sicherheit kannst du nur bis 20.000 Euro im Jahr machen. Ja. Also das ist etwas, was momentan in der Diskussion steht, ob es jetzt bald verändert wird oder nicht. Egal, auf jeden Fall, das ist auch der Grund, warum natürlich eine Vielzahl von Leuten überlegt haben oder es auch getan haben, zu einer Trading GmbH zu wechseln, ja, weil man dann das Problem nicht mehr hat. Also das nochmal dazu. Ja, deshalb kann man es natürlich auch
so angehen, dass man das portioniert. Ja, ich sage es mal so, mit kleineren Konten kommt man an diese 20.000 nicht zwingend dran. Und man kann natürlich auch Folgendes machen. Man kann natürlich das Risiko auch verschieben. Ja, dann hat man natürlich jetzt hier, bin ich genau in die falsche Richtung gegangen, kann man das Risiko natürlich auch verschieben und die Preise, die man hierfür zahlt, hier gucken, von wegen, wie die sich dann entwickelt. Ja, das heißt, wenn ich jetzt einen 125, 145er habe, habe ich natürlich eine höhere Verlustposition, aber ich zahle auf gut Deutsch natürlich auch weniger für die Absicherung, als wenn ich die jetzt bei 130 nehme. Das war jetzt der Bear Call Spread und davor war es der nackte Call. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite. Ups, jetzt gehen wir auf die andere Seite und machen das gleiche mal mit einem Short Put. Ja, also hier. Das ist eine bullische Strategie. Wir partizipieren natürlich, wenn der Kurs steigt, wenn der Kurs sich seitwärts entwickelt, wenn er sich moderat nach unten entwickelt, ist es auch in Ordnung. Wenn er sich nach ganz unten entwickelt, ist es weniger in Ordnung. Wir kriegen hier 100 Aktien angedient. Das heißt, wir haben in unserem Depot dann 100 Aktien mehr. Wenn wir den Preis von 113 nehmen, haben wir jetzt $11.300 für diese Aktien zu zahlen. Wenn der Kurs jetzt aber nach ganz unten geht, weil das Unternehmen eine Insolvenz anmeldet, dann wäre unser Maximalverlust natürlich das, was die Aktie maximal verlieren kann. Und das wären ja jetzt die $113 mal 100 Aktien, $11.300. Das ist das, was wir hier bei der nackten Put-Option maximalst zu verlieren haben. So, und das ist genau das gleiche Spiel wie bei der Oberseite beim Bear Call Spread, können wir einen Bull Put Spread ansetzen. Das heißt, wir machen das gleiche wie da oben. Wir kaufen einfach eine Position, eine Option und sichern uns ab. Das heißt, dieser Bereich ist nicht mehr für uns relevant, der ist also nicht mehr für uns gefährlich, sondern genauso wie beim Bear Call Spread liegt hier zwischen das maximale Risiko. Und das gleiche Spiel wie eben, wenn wir jetzt hier 113, 111 wählen, hätten wir jetzt hier $200 maximales Risiko, 2 mal 100, abzüglich der summierten Prämie. Ja, das ist dann halt auch auf der anderen Seite. Und wenn wir uns das jetzt mal hier angucken, gehen wir hier einfach mal rein, fangen mit einem Short Put an, nehmen wir wieder JP Morgan, suchen uns mal einen Kurs aus, nehmen wir jetzt mal die 100. Das würde bedeuten, wenn wir jetzt den 18. November nehmen, würden wir jetzt $147 verdienen mit einer nackten Put-Option auf JP Morgan. Das Risiko, wie eben schon gesagt, sind dann hier 100 mal 100, das wären 10.000, abzüglich der 147 und dann hätten wir hier auch den maximalen Verlust von 9.853. Gleiches Spiel wie beim Bear Call Spread. Da haben wir uns ja zu dem Short Call noch eine gekaufte Call Option, einen Long Call geholt. Holen wir uns hierzu auch noch eine gekaufte Put Option. Das heißt, wir gehen hier auf Buy Put und den setzen wir natürlich darunter. Und wenn wir den jetzt mal hier bei 80 nehmen, hierfür zahlen wir $25. Das heißt, die 147, die wir vorher hatten, die ist jetzt reduziert um die $25 und wären wir bei $122. Und die $122 haben ein Risiko von 1.878. Wie kommt das zustande? Das sind ja die 20 Unterschied. Die 100 zu den 80 sind 2.000. Abzüglich der $122, dann wären wir hier bei $1.878. Das wäre jetzt ein Bear Call Spread. Ja, und das ist dann hier für dich sozusagen die Absicherung, die du hast, wenn der Kurs ganz nach unten schmiert. Kann dir egal sein, du hast den Vorteil hiermit gekauft, dass du das Recht hast, diese Aktie zu $80 zu verkaufen. Sprich, alles, was unter $80 ist, interessiert dich sozusagen nicht mehr. Ja, das ist jetzt der Bull Put Spread.
So, jetzt mache ich das Bild hier nochmal weg, weil jetzt kommen wir natürlich zu einer weiteren Überlegung. Man kann ja in manchen Märkten auch sagen, ich weiß gar nicht, in welche Richtung der sich entwickelt. Der entwickelt sich die ganze Zeit schon seitwärts. Dann wäre beispielsweise eine neutrale Strategie ja nicht verkehrt. Also, was machen wir? Wir verkaufen oben eine Call-Option und unten eine Put-Option. Dann kriegen wir hierfür eine Prämie und hierfür eine Prämie. Wann sind wir happy? Natürlich dann, wenn wir als Verkäufer nicht in die Pflicht kommen. Also wenn der Kurs die ganze Zeit sich hier schön seitwärts entwickelt, sind wir d'accord, sind wir alle happy. Gleiche Problem, aber wie eben bei der verkauften Call und bei der verkauften Put-Option. Wenn jetzt die Aktie einen Short-Squeeze macht, haben wir nach oben hin ein unbegrenztes Verlustrisiko. Und wenn das Unternehmen pleite geht, dann haben wir das Risiko von dem Strike auf der Unterseite. Das heißt, wenn wir hier bei 111 wären, würden wir 11.100 Dollar verlieren. Und jetzt stellt man sich die Frage, was man da machen kann. Also zunächst, diese Strategie, die heißt Short Strangle. Also Short und dann Strangle, Strangle, Short Strangle. So, und jetzt überlegt man sich, was kann ich denn tun? Ich kann natürlich sagen, ey, ich hatte eben ein Bear Call Spread. Ja, dann mache ich das doch hier auch so. Habe ich ein Bear Call Spread auf der Oberseite. Risiko ist nur noch hier zwischen. Und wenn ich auf der Unterseite dann sage, möchte ich auch safe sein, dann mache ich hier unten ein Bull Put Spread. Also ich kaufe eine Put-Option. Und dann ist mein Risiko auch hier begrenzt. Und diese Kombination von diesem Bear Call Spread auf der Oberseite und dem Bull Put Spread auf der Unterseite, der nennt sich dann Iron Condor. Ja, das ist eine Strategie, die man gut in Seitwärtsmärkten ansetzen kann, beziehungsweise in sehr volatilen Märkten. Und warum? Weil die Vola, die hat eine solche Power, dass selbst wenn der Kurs mal gegen einen läuft, ja, dass das trotzdem profitabel sein kann, nämlich dann, wenn die Vola fällt. Von daher ist das für mich auch eine Strategie, die ich gerne nehme, wenn die Volatilität eine bestimmte Höhe erreicht hat. Sind in der Zwischenzeit Fragen gekommen? Ja, es sind Fragen reingekommen. Einmal bezüglich der Vola-Trades. Bei den Vola-Trades, wie hoch oder niedrig soll die Volatilität sein und welche Volatilitäten berücksichtigst du? Die implizierte, historische oder IVR? Das wäre die erste Frage. Ja, gut. Die erste Frage, die kann ich hier auch gerne beantworten. Ich habe ja hier so einen VIX-Trader entwickelt. Da gucke ich mir im Allgemeinen die Volatilitäten an. Und zwar gibt es hier den VIX, der Volatilitätsindex. Ja, das ist die Bepreisung der Optionen in einer Laufzeit von 27 bis 32 Tagen auf den S&P 500. Das ist der Volatilitätsindex. Der wird ja auch gerne Angstbarometer genannt. Und ich möchte gerne wissen, wie hoch ist der VIX sozusagen im Vergleich zu einer bestimmten Referenzzeit, damit ich einsortieren kann, ist die Volatilität jetzt hoch oder ist sie nicht hoch. Da kann man auf der einen Seite einen Index nehmen, der heißt VVEX. Der sagt dann auch aus von wegen, da kann man auch schön sehen, wenn der ausschlägt bei 130, 140, dann haben wir schon eine gewaltig hohe Volatilität. Das ist aber eher selten der Fall. Wir sind jetzt beispielsweise, glaube ich, bei 95, 96. Oder man kann natürlich auch eine Kalkulation aufstellen und sagen, ich gucke mir an, wie der VIX sich in der Vergangenheit entwickelt hat. Und das habe ich jetzt hier beispielsweise mit einem Index gemacht. Und das sind jetzt hier solche Punkte hier unten, die Tiefen, wo ich dann sozusagen reingehe. Aber nochmal kurz, um das kurz zu beantworten, was ich mir generell angucke, ist der VIX selbst, weil für mich ist der Markt der Träger für die Entscheidungen. Sprich, wenn die Volatilität im Markt hoch ist, dann wird meistens auch die ein oder andere Volatilität eines Unternehmens runtergezogen. Das ist ganz wichtig. Nämlich auch in der anderen Richtung, wenn der Markt ganz tiefe Volatilitäten hat und die Volatilität sinkt,
dann zieht das meistens auch die anderen Volatilitäten von den Unternehmen runter. Deshalb gucke ich mir in meinen Volatrades speziell den VIX an, der ja die Volatilität des S&P 500 ist. Und bei den Unternehmen, die ich mir raussuche, gucke ich mir den IVP an. Das ist der Percentil der impliziten Volatilität. Der sagt schlussendlich aus, wie viel Prozent der letzten 52 Wochen beispielsweise war die implizite Volatilität niedriger als die heutige. Wenn ich das mal kurz hier in der TWS zeigen kann. Ja. Wir haben ja hier die TWS, da kann man es auch einstellen, hier auch. Ich habe es jetzt mal hier an einem Beispiel gemacht. Und da sieht man hier unten die implizite Volatilität, wie die sich entwickelt. Jetzt kann man natürlich mit einem bloßen Auge überlegen, von wegen ist das jetzt hoch oder niedrig. Ja, man sieht, es ist auf jeden Fall ein bisschen höher als der Durchschnitt, sagt mir aber nicht viel. Da sind wir auch bei JP Morgan. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, in der TWS noch eine Spalte einzufügen. Und das mache ich jetzt auch mal. Da gehe ich Spalte einfügen, dann gehe ich hier auf Optionen und dann kann ich mir entweder den Rank raussuchen, ich mache es immer über 52 Wochen, ja, oder das Percentil. Ist egal, auf jeden Fall eins, damit du ungefähr weißt, ob die Volatilität hoch oder niedrig ist. Und hier steht es ja, gib den Prozentsatz an Tagen an, bei der die Volatilität impliziert unterhalb der aktuellen ist. Ja. Und ich klicke jetzt einfach mal hier drauf, jetzt wird es hier reingeholt. Und jetzt sieht man hier eine 82. Und die 82% sagt mir jetzt Folgendes aus, dass in den letzten 52 Wochen 82% der impliziten Volatilitäten niedriger war als die heutige. Ja? Und dann sage ich, das ist eine ausreichend hohe implizite Volatilität für mich, um auch in einer hohen um auch in einem hohen Wohler-Umfeld mit dieser Aktie einen Wohler-Trade zu machen. Weil die Gefahr ist definitiv, wenn man sich jetzt Werte raussucht, die von der impliziten Volatilität sehr niedrig sind, dann ist die Gefahr halt groß, dass die implizite Wohler steigt. Und wenn die dann steigt, dann läuft das natürlich gegen mich, weil dann wird die Option nicht günstiger, sondern wird die Option ja teurer. Und bei meinen cash-generierenden Strategien ist für mich der Fokus natürlich darauf, dass ich auch schnell aus einem Trade rauskomme. Das heißt, ich suche mir hier die Wahrscheinlichkeiten raus, um schnell aus der Position wieder raus zu sein. Weil jede Bindung stellt ein Risiko dar. Ja? Das darf man nicht vergessen. Und deshalb ist es natürlich für mich, besonders bei den cash-generierenden Strategien, wo ich es auch hier nochmal erwähnt habe, wo die Optionen selbst im Fokus stehen. Das heißt, die Charaktere der Option sind mir hier um einiges wichtiger als beim Basiswert. Beim Basiswert, wenn ich jetzt die JP Morgan haben möchte für 110, dann ist es mir in erster Linie wurscht, was für eine implizite Volatilität die Option hat. Weil ich bin ja happy, wenn ich den Basiswert, die JP Morgan Aktie zu dem jeweiligen Kurs auch ins Depot bekomme. Bei der Cash generierenden Strategie, da will ich partout die Aktie nicht haben. Ich mache das nicht, weil ich die Aktie toll finde, sondern ich mache das nur, weil ich Geld verdienen will. Ich will die Prämie haben. Ich will die Aktie nicht. Meine Strategie hier besagt, ohne Bestand, also ohne Bindung, einfach Cash generierenden Strategien, regelmäßige Einnahmen, die ich hiermit erzielen möchte. Und da ist es halt mega, mega wichtig, dass ich mir Sachen angucke, wie die implizite Volatilität, das ist jetzt hier auch das Vega, ne, da haben wir ja schon über die Griechen, über die Sensitivitätskennzahlen gesprochen. Das ist natürlich auch das Delta, das hat ja eben ein Kollege auch gefragt, bei der Einkommensstrategie beispielsweise, was für Delta ich da wähle. Und natürlich auch die Laufzeit. Und da gehen wir jetzt auch noch mal kurz drauf ein. Wenn ich jetzt natürlich das aus cash-generierenden Gesichtspunkten mache und sage, ich möchte die Aktie nicht haben, dann ist es natürlich logisch, dass ich nicht einen Kurs wähle, der direkt hier ist. Ich will die Aktie, wie gesagt, nicht haben, sondern ich suche mir natürlich einen Kurs, wenn ich jetzt beispielsweise eine Put-Option verkaufen will, die weiter weg ist. Weil dann ist die Chance ja auch geringer,
dass ich die Aktie angedient bekomme. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, als Verkäufer einer Put-Option muss ich die Aktie ja nehmen, wenn der Käufer sein Recht ausübt. Bei ihm macht es ja meistens nur dann Sinn, wenn die Aktie bzw. wenn die Option im Geld ist, also wenn wir hier den Punkt erreicht haben. Und das versuchen wir ja zu vermeiden. Das wollen wir ja bloß nicht. Und deshalb wählen wir auch Kurse, also die Strike-Preise, out of the money, aus dem Geld. Und das bedeutet, wir suchen uns natürlich auch ein Delta aus, was niedriger ist. Also hier ein Delta. Wenn ich jetzt hier mal ein Delta 10 habe, das ist zwar mathematisch nicht ganz richtig, aber man kann es trotzdem sagen, bei einem Delta 10 ist die Wahrscheinlichkeit zu 10%, dass ich in die Pflicht komme, dass die Aktie mir angedient wird. Das heißt auf der anderen Seite, ich habe hierbei eine 90-prozentige Trefferquote, Ceteris Paribus natürlich, eine 90-prozentige Trefferquote. Nur jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir bei diesem Delta 10, wenn wir das wählen, dass wir da aber auch Geld verdienen. Ja, ich sage es immer wieder, wenn du Coca-Cola tradest, die haben so eine niedrige implizite Volatilität, da interessiert mich auch nicht die IVP oder weiß ich nicht was. Da kannst du echt mehr Geld verdienen, wenn du auf dem Parkplatz Dosen sammeln gehst, als wenn du da einen Trade auf Coca-Cola aufmachst. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass man hier mit Geld verdient. Und da kommen wir immer wieder zu dem Punkt zurück, das ist die implizite Volatilität. Weil die implizite Volatilität, die gibt mir nicht nur eine Wahrscheinlichkeit, ob der Trade erfolgreich wird oder nicht, sondern die implizite Volatilität ist natürlich auch ein Teil, wie sich die Optionsprämie zusammensetzt. Und deshalb gucken wir natürlich darauf, dass wir da ein ordentliches Verhältnis schaffen, wo die implizite Volatilität okay ist. Es sollen ja jetzt nicht alles GameStop-Aktien sein. Ja, das muss man natürlich auch wissen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite brauchen wir eine Laufzeit. Wir haben es ja letzte Mal gehört, dass der Zeitwert verfallen. Wir verkaufen ja. Wir profitieren ja von jedem Tag, der vergeht. Aber wir müssen ja auch noch mal überlegen, dass der Zeitwertverfall nicht linear ist. Das heißt, wenn wir zu lange machen, haben wir zwar auf der einen Seite natürlich einen absoluten Zeitwert, aber wenn wir hier sehen, wie die Kurve sich hier abnimmt, dann haben wir hier einen höheren Zeitwertverfall am Ende. Und deshalb reden auch viele davon, dass man natürlich hier so bei 45 Tagen meistens ganz gut liegt. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken bei JP Morgan, jetzt so 45 bis 60 Tagen hier nehmen, wir sind jetzt hier bei 61 Tagen, das ist in Ordnung. Und wenn ich jetzt nochmal diese hier wegnehme und ich suche mir jetzt mal ein Delta 10 raus, da sind wir jetzt hier bei 95, sind wir bei Delta 009, das ist ja auch noch in Ordnung. Und da wären wir jetzt hier beispielsweise bei 94 Dollar. Und wenn ich das jetzt nochmal safe, weil ich sage, das ist mir trotzdem zu viel Risiko, weil vielleicht mein Konto nicht so groß ist oder weil die Margin natürlich auch mehr ist, wenn ich die ungedeckt mache, dann mache ich hier noch einen Buy Put, dann kaufe ich noch eine Option. Dann sieht man hier oben, hat man schon Bull Put Spread und dann gehe ich vielleicht auf 75. Ich bin abgesichert auf der einen Seite, nämlich für diese potenziellen 7.500 Dollar Verlust zahle ich 16 Dollar. Ja, und da sage ich, da mache ich doch mit. Ja, das ist jetzt beispielsweise ein Trade, wo ich sage, ist in Ordnung. Ich habe noch eine Daumenregel, die klingt vielleicht ein bisschen bäuerlich, aber ich will auf jeden Fall 1 Dollar am Tag verdienen. Wir sind jetzt hier bei 61 Tagen. Dann ist das in Ordnung. Was man natürlich auch wissen muss, wenn man solche Strategien fährt, es gibt immer Störgrößen, die auch wichtig sind zu wissen. Das sind die Earnings. Ja, da brauchen wir jetzt beispielsweise Meta und weiß ich nicht, was für Earnings da in den letzten Wochen und Monaten waren, wo auch Top-Werte um 25% nach unten korrigiert haben. Das muss man natürlich alles mit auf der Agenda haben. Also sind schon so ein paar Punkte, die wichtig sind. Und jetzt möchte ich noch mal einen Punkt hier am Anfang zeigen. Ich habe es ja jetzt hier beispielsweise mit meinem O4W-Best-Indikator. Ja, das heißt, ich sage, bei dem Traden von cash-generierenden Strategien bin ich in der Regel nicht allzu lang im Trade drin, ja, so 3-4 Wochen. Das wäre so eine Zielgröße. In letzter Zeit vielleicht ein bisschen mehr, weil der Markt auch ein bisschen stürmischer ist. Aber
Ich sage dann, fundamental wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn man sich vielleicht auf Seeking Alpha mal grundsätzlich informiert, was das Unternehmen macht und wie es sich auch in den letzten Wochen und Monaten geschlagen hat. Aber für mich ist die technische Analyse da ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel. Und dann gucke ich mir verschiedene Indikatoren an. Ich habe jetzt hier einen Auszug aus den Indikatoren, wo sich dieser O4W-Beste-Indikator draus zusammensetzt. Aber den braucht ihr nicht. Das könnt ihr auch alles selbst machen. Ja, das ist alles kein Problem. Wie gesagt, man guckt sich diese Indikatoren an, um sich ein Bild zu machen, ob es eher bullisch oder eher bärisch aussieht. Auf jeden Fall, damit ihr nicht einfach ins Klo greift und vielleicht gerade auf einen Wert bullisch gesetzt habt, weil ihr irgendwas Positives in den Medien vernommen habt, aber dieser vielleicht schon seit Wochen nur eine Richtung kennt und das ist die falsche, die euch vielleicht nicht passt. Und deshalb sage ich immer, macht euch entweder hier in der Trading View, aber es geht ja auch hier, man kann ja hier auch viel machen. Ja, man geht hier beispielsweise in die Chartparameter rein und dann hat man hier viele Möglichkeiten, sich Sachen reinzuholen, wo man vielleicht auch erkennen kann, wie ist denn gerade das Momentum oder man nimmt sich die Bollinger Bänder. Hier gibt es so viel, was man machen kann. Wichtig ist nur, dass man irgendetwas hier macht, damit man auch ein Bild bekommt, charttechnisch, ob das jetzt aufwärts oder abwärts gerichtet ist. Ja, also das ist halt dann auch ganz wichtig für den Erfolg. Also das ist ein Teil von mir, den ich mache, wenn ich die cash-generierenden Strategien anwende, ist die technische Analyse. Und ich habe ja auch eine Homepage. Das ist hier Options for Winners Top-Kandidaten, frei verfügbar, wird täglich aktualisiert. Und hier kann man auch sehen, worauf sich die bullischen und worauf sich die bärischen Werte stützen, ja, also die Kriterien hier, die kannst du dann ganz einfach, entweder du nimmst die und packst die in die TWS, also in die Trader Workstation, das ist ja die Handelsplattform, die wir auch dankenswerterweise von FlatEx gestellt bekommen, von FX Flat, Entschuldigung, von FX Flat gestellt bekommen, oder man kann es natürlich auch über die Trading View machen, man kann es über Barchart machen, nur wichtig ist, dass man da irgendwie so einen Strohhalm hat, woran man sich hält und nicht einfach nur sagt, ich nehme jetzt eine Laufzeit von 45 Tagen, Delta 10 und raus. Ich gebe euch nur einen Hinweis, das reicht nicht aus. Ja. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, wir haben jetzt hier bei uns, also im Club, den Royal Caribbean, haben wir jetzt schon öfter getradet, wenn wir uns das jetzt hier einfach mal angucken, dann war das auch in den Zeiten, die wir jetzt hatten, da war das vielleicht gar nicht mal so verkehrt, als wir den hier aufgesetzt haben. Ja. Das waren wirklich schöne Punkte, die wir hier zweimal hatten. Und dann war auch noch die Vola relativ hoch und die ist teilweise auch zurückgegangen. Also es gibt auch Möglichkeiten in der Situation, in der wir jetzt sind, mit Shortput, mit Bullput-Spread, also mit Bullischen zu profitieren. Entweder, weil das Underlying ein Aufwärtstrend geht oder weil vielleicht die Vola sehr, sehr hoch war, als wir diesen Option verkauft haben. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Aber, und das ist es ja, wir haben ja die Möglichkeit als Optionshändler nicht nur die eine Richtung, sondern auch die andere Richtung zu traden. Und wenn wir uns den SPX jetzt mal hier angucken, dann war es für mich hier beispielsweise ein Zeichen, ich gehe jetzt hier mit einem Bear Call Spread rein. Die Vola war hoch und es war ja abwärts gerichtet, also ich profitiere hier abwärts. Und falls es mal doch nach oben gehen sollte, ich bin gedeckt und zwar mit der gekauften Call-Option. Ja, also das sind so wichtige Punkte, die ich bitte auch, dass ihr die so berücksichtigt. Ja, also dass es nicht nur das ein oder andere gibt oder halt wie gesagt beides. Ja, dass man dann sagt, ich weiß nicht, wo lang es geht, die Vola ist aber ausreichend hoch, ich habe einen guten Abstand von hier und da, also dass ich nicht direkt nach oben oder nach unten tangiert werde. Und dann, sage ich ganz ehrlich, dann läuft es meistens ganz gut. Ja. Okay, ich habe jetzt tatsächlich noch drei Fragen reingekriegt. Einmal nur kurz zu sagen, was ein Longstraddle wäre. Ja. Und beziehungsweise wann man den benutzen würde. Und dann, ja, mach erstmal das und dann die anderen fragen sie was anderes. So,
Also wenn man sich Fragen stellt, was für Strategien es gibt und man will wissen, wie die sind und wie die sich entwickeln, kann man das hier immer schön machen. Man kann entweder direkt hier drüber reingehen, dass man sich hier die Strategien raussucht, oder man kann sie natürlich auch selber bauen. Ja? Und wir machen es jetzt einfach mal an dem Beispiel vom Long Straddle, und da nehme ich jetzt mal irgendeinen Wert. Ich nehme jetzt mal einen Long Call. Ja? So. Und jetzt haben wir hier zurzeit den Wert von 117. Und wenn ich jetzt auf der anderen Seite noch einen Long Put kaufe, dann bin ich hier bei einem Long Straddle. Also dieser Straddle ist der Long Straddle. Ja, also das heißt, hier sieht man es ja, es ist eine Ausgabe. Ich habe zwei Optionen gekauft. Und wann ist man denn jetzt im Gewinn? Und das kann ich jetzt hier schön an diesem Graphen zeigen. Ich mache eine höhere Range. Also hier sieht man, wann man Gewinne macht. Nämlich erst, wenn sich der Kurs weit von dem aktuellen Kurs entweder nach unten oder nach oben entwickelt. Wann wäre sowas empfehlenswert? Ja, erstens sollte die Vola niedrig sein, damit du von einer steigenden Vola profitierst. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, der Kurs muss sich ja schon gut entwickeln, damit man da auch im Profit landet. Beispiel, wir haben jetzt die implizite Volatilität von 32, ich habe es gerade gesagt, wenn die Vola steigt, dann profitieren wir, und das sehen wir jetzt hier auch. Es wird, hier sieht man es unten, es wird immer schöner, und wenn wir jetzt auch noch ein paar Tage zurückgehen, kann man das richtig sehen, wie schnell man dann auch im Gewinn ist, wenn die Vola steigt. Hier nochmal, wir sind jetzt mittendrin, das sind schon ein paar Tage vergangen, und die Vola steigt jetzt. Dann sieht man schön an der grünen Linie, wie man positiv wird. So, Gegenspiel, die Vola fällt. Dann sieht man auch schon, wie schnell man weiter verlustig ist. Also wie gesagt, man sollte in einem niedrigen Vola-Umfeld sein, erstens. Und zweitens, man muss schon davon ausgehen, dass der Kurs sich stärker nach oben oder nach unten entwickelt. Ja, das ist der Long Straddle. Okay, dann haben wir noch eine Frage zu Bollinger Bands. Ja. Ich weiß nicht, die hattest du mit drin, glaube ich. Okay, ich lese einfach mal vor. Was genau bedeuten die Bollinger Bänder genau? Kann Thorsten bitte die Auswahlkriterien wie Delta Prozent, DI, RSI, MACD, ETC seiner Short-Put-Kandidaten erklären. Der Teilnehmer weiß nicht genau, was das ist. Daher fragt er da einmal nach. Okay, die letzte Frage, die habe ich jetzt inhaltlich nicht so ganz verstanden. Ansonsten klapp sie dir einmal auf in den Fragen. Aber vielleicht musst du die auch einfach selber lesen. Und ich gucke mal kurz. Zack. Chat. Muss in die Fragen gehen, nicht im Chat. Dankeschön. Von 1854 und von 1852, die davor, kannst du vielleicht auch noch machen. Kann Thorsten bitte die Auswahl? Wie? Also, das wird jetzt, also wenn ich jetzt die einzelnen, das ist definitiv zu viel. Das sind alles. Das sind verschiedene Indikatoren, also plus DI, minus DI, das hat ja auch was mit Trendstärke zu tun, dann gibt es einen relativen Stärkeindex, der stochastische Oszillator, der MACD, das wäre jetzt zu viel, da kann man halt wirklich, genauso wie die Bollinger Bänder, da kann man halt wirklich eine Stunde zu reden. Ja, das sind in Anführungszeichen die Basics der technischen Analyse. Die sind jetzt hier nicht im Fokus. Also man kann mich gerne diesbezüglich anschreiben, Mail at Options for Winners, dann schicke ich da einen Erklärbogen oder eine Erklärung zu. Aber das wird jetzt hier zu viel, wenn ich die einzeln hier aufzeige. Ich habe die alle schriftlich natürlich fixiert. Ja. Gucken wir mal die nächste an. Was war die nächste? Ich kann die nicht öffnen. Warte mal kurz. Die von 1852, meine ich. Ja. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen. Ich meine, wir haben schon 19 Uhr, je nachdem, wie du meinst, ob das Rahmen sprengen würde oder nicht. Kann man bei Einkommensstrategie auf beispielsweise SPY auf 45 Tage Laufzeit bei Delta 10 wählen? Oder ist bei SPY egal? Oder
lieber Spy als Bullputzbrett aufsetzen? Also das ist auf jeden Fall eine Frage, die hat auf jeden Fall was mit dem Thema zu tun. Also wir machen auf jeden Fall in der Einkommensstrategie auch auf den Spy. Klar kannst du 45 Tage machen, du kannst natürlich auch Bullputzbrett machen. Wie gesagt, wenn du Strategien hast, wo die verkauften Optionen dominieren, und das sind ja bei den Stillhaltergeschäften, das ist ja jetzt bei Bullput Spread oder bei Shortput, dass da die verkauften Optionen dominieren, da musst du natürlich schon darauf achten, dass die Vola jetzt nicht allzu niedrig ist, weil wie gesagt, wenn die Vola dann auf einmal steigt, dann ist das schnell ein schlechtes Geschäft. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir traden jetzt hier beispielsweise ja nicht einfach blind. Also dass man jetzt hier sagt, ich trade jede Woche Delta 10, 45 Tage. Wir haben es hier gesehen in den letzten Tagen, was passieren kann. Ja, wenn der Tag X ist, ich sage es mal so, von wegen, wir wissen jetzt nicht, was Mittwoch passiert. Mittwoch ist die Leitzinsanhebung. Ja, wenn es jetzt doch auf einmal 100 Basispunkte statt der 75 erwarteten Basispunkte ist, dann kann das natürlich ganz schnell nach hinten losgehen. Also von daher, das sind natürlich Kriterien, die wir abwarten. Und ich sage immer, jetzt hier in meinem Fall, in dem, wo wir jetzt uns gerade befinden, halte ich das, was eine bullische Strategie auf den SPY für weniger erfolgsträchtig. Ich würde dann eher sagen, wenn die Vola ausgesprochen hoch ist, um von der Vola, um dem Vola Verfall, Vola Abstieg zu profitieren. Aber ansonsten sehe ich das jetzt momentan eher grenzwertig. Ja, du kannst natürlich andere Strategien, du musst ja nicht nur Bullputs, ich habe es ja eben gesagt, kannst ja auch Iron Condor oder kannst ja auch Bear Call Spread. Also man muss ja nicht unbedingt auf Bullput Spread hier setzen. Natürlich, das sage ich auch, ist es so, dass ich eine Strategie hier habe. Ich kann es jetzt hier auch noch mal kurz zeigen. Die Frage kam ja eben, ich kann sie hier einblenden. So, dann ist es hier beispielsweise für mich ein Grund, wenn die EMA 20 oberhalb der EMA 50 liegt, dann gehe ich mit meiner Low-Delta-Strategie rein. Ja, das heißt, ich suche mir mit kleinen, also unterhalb von Delta 5, Optionen auf den SPY, also auf den SPY raus. Ja, aber das passiert natürlich nur dann, wenn ich sage, von wegen, es sieht aus, als wenn es nach oben geht. Das waren halt hier so schöne Phasen, da bin ich immer. Und dann gehe ich wöchentlich rein. Das heißt, wenn ich solche Phasen habe, rein. Wenn ich dann hier im Gewinn draußen bin, rein, rein, rein. Ja, die ganze Zeit war ich hier drin. Aber ich habe auf jeden Fall schon Kriterien, wann ich in den Markt gehe. Und das reicht nicht über Delta und Laufzeit meines Erachtens aus. Okay, noch eine Frage ist auf jeden Fall nicht reingekommen. Sehr gut. Sehr gut. Also wie gesagt, Entschuldigung, aber wenn wir uns jetzt über die ganzen Indikatoren im Einzelnen, also wenn man sich gar nicht damit auskennt, dann bringt es auch nichts von wegen, wenn ich jetzt die einzelnen Indikatoren hier jeweils in zwei Sätzen hier abarbeite. Ja, das kann man natürlich demnächst machen. Wir haben ja sowieso eine Reihe demnächst geplant, Flo, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, wo wir ja auch wirklich hier mit Live-Trades, also wo wir wirklich hier Trades aufsetzen. Ja. Und wenn ich das mache, dann werde ich das natürlich auch erklären, warum und wieso. Ja. Genau, dazu sage ich am Ende nochmal was, wenn du fertig bist und ich das Outro mache. Ja, gut. Nee, super. Nee, also ich bin fertig. Also, genau. Okay, sehr gut. Dann danke ich dir auf jeden Fall für das Webinar und die Top-Erklärungen, wie immer, natürlich mit auf die Fragen eingehen und so weiter. Danke auch an die Teilnehmer. Wie der Thorsten gerade schon angekündigt hat, das war jetzt quasi die drei Einführungswebinare zum Optionshandel und ab dem 5. Oktober, ja, dem Mittwoch, geht es dann um 15.30 Uhr los mit dem Einstieg in die Praxis. Ja, das Ganze so ein bisschen in Richtung Live-Trading, Optionen angesetzt. Mal sehen, was daraus kommt. Infos dazu bekommen Sie ab demnächst dann bei uns auf der Website und natürlich im Newsletter können Sie sich gerne zu anmelden. Ist ein neues Webinar. Ich hoffe natürlich, dass Sie dann auch alle wieder dabei sind. Ist natürlich mittags und nicht abends, aber sollte ja kein Problem sein. Gibt ja auch immer noch eine Aufzeichnung. Gut, dann sage ich Thorsten, dir vielen Dank. Schönen Abend noch. Dankeschön. Und den Teilnehmern natürlich auch. Wie immer, bleiben Sie alle gesund, auf die Positionen aufpassen und dann hören wir uns am 5. Oktober. Bis dahin. Danke. Ciao zusammen. Dankeschön.
Oh.